Läuft. Herzlich willkommen zum 12. Gemüsepfannen-Podcast. Ich grüße meinen Co-Host Tom Arte. Hallo Arzi. Hallo Leute. Und wir machen direkt mit Leons Identität weiter, oder? Teil 2 sozusagen. Genau, ohne große Vorrede. Wir haben schon den ersten Teil angezockt, die erste Stunde. Das ist ja ein recht kurzes Spiel. Und Wir wir schauen jetzt mal, was er so versteckt hat in seiner Abseite dort neben dem Wir wollen Bett. uns ja nicht euch nicht länger hier auf die Folter spannen mit dem tollen Genau, Cliffhanger rein ins Game. da. Ja. Viel Spaß. So. So, wir haben also diese Abseite geöffnet neben dem Bett und da ist jetzt Ja. was drin. Kanntest du das So. Wort vorher? Ich habe das noch nie Der gehört. Abseite habe ich noch nie gehört, deswegen sage ich das jetzt so mehrfach, weil also ich habe noch nie das Wort Abseite gehört oder gelesen und ich lese Jetzt, wo eigentlich ich viele Zugang Bücher. zu Leons Computer habe, finde ich vielleicht dort einen Hinweis. Ich kann mich mit der Stimme noch nicht anfreunden. Na, egal. Finde ich okay. Leons Handy? Oh, wir können. Handy? Kein Wunder, dass Ja. wir ihn nicht erreichen. Aber du hast ja den Nee. Swipe-Code hast ja, oder? Ja, den habe ich, den Ja, Swipe-Code aber habe ich kann hier nichts machen. ich. Hä, sicher? Klicken? Kannst du nicht in die Box klicken? Nee. Okay. Ach so, warte mal, was ist denn mit dem Handy, was auf dem Tisch liegt eigentlich? Oh, Das da. ja. Ah, cool. Huch. Okay. Ah, fuck, wie war das? Warte mal, ja, entweder du schaust es nochmal an oder ich beschreibe es dir jetzt. Das wird jetzt ein lustiges Wo fängt's Teamspiel. an? Warte mal, du gehst von der 9 auf die 4? Der neu. Ach so, ich sehe deinen Mauszeiger. Ja, doch, doch. Genau, auf die 4. Nee, nee, stopp, stopp. Das unten war zu viel. Das unten darfst du nicht mitnehmen. Genau. Alter. Nee. So, okay. Ja, jetzt hart runter. Ja. Eins nach rechts. Ja. Drei nach oben. Also zwei nach oben, sorry. Eins rechts, eins runter. Eins runter. Und jetzt zu dem übrigen Feld. Ja, genau. Yes. Oh, muss das jetzt Ja. jedes Mal Sieht so aus, als hätte dieses Leon die meisten Teamwork. Apps gelöscht. Das gibt's nur hier. Können wir hier aufs Swipe gehen, bisschen was zocken? Ein Authenticator-Code. Ah, da können wir jetzt an PC gehen. Frage. Ach so, nee, da müssen wir uns eindrücken, alles klar. Galerie, Oh. aha. Oh. Ah, die Fotos kennen wir alle schon, oder? Das war aus der Ich Sequenz. hasse diese Ja, Verwaltung. das kennen wir schon. Ja. Das auch. Das kennen wir noch Das nicht. kennen wir nicht. Wollen wir das nächstes Wochenende nochmal machen? Klar, aber wir müssen auch noch mit Leon reden, dass das mit den Zelten nicht klappt und auch so ganz allgemein. Ja, ich weiß. Ich bring's nur irgendwie nicht übers Herz. Keine Ahnung, wie er das auffassen wird. Na, was geht bei euch? Nichts. Und bei dir? Aber er sieht für mich nicht aus wie so ein Türke, also. Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Der sieht einfach hart weiß aus. Das ist ja eher Der der sieht nicht andere. mal so. Der sieht nicht mal so Elias Mbarek-mäßig aus, der ja auch kein Türke ist, sondern so ein Deutsch-Tunesier. Ja. Und der so immer gehandelt wird, so als der Typ, der die Türken spielt in den Filmen. Aber Also. nee, der Typ ist einfach nur weiß. Ihr seid einfach nur Ja. weiß. Um es mal mit Tarek Tesfu zu sagen. Bester Mann. Ja, also vielleicht kann man sich ja noch den Clip reinbringen, das wäre lustig. Aber gut, so technisch versiert sind wir hier nicht. Vor allem, das hängt die So. ganze Zeit an der Strippe und hat immer noch keine Akkuleistung. Oh, hier Delex, ist Telegram. das ist Telegram, genau. Jonas Bro. La Familia. Ich fange mal unten an, oder? Hier gibt es den Hass. Ja, fang mal unten an. Bei Elias, da wird so schön gehasst. Oh, jetzt geht's los. Okay. Digga, ruf mich an. Der ist es ein Türke, der Hier. sagt Digga, ja. Nachrichten wurden gelöscht. Hier ist richtig Drama, okay. Kannst du dem mal schreiben? Fick dich, Elias. Und das ist ja gestern passiert. Also, so, hier, guck mal, Okay. die Lead-Gruppe hier. 1, 2, 3, 1337. 7, das ist so die Gaming-Gruppe. Ah, das ist Ganz schön bestimmt von der Band ausgerastet. quasi. Seit seinem Rage-Quit ist hier Sendepause. Ich hab keinen Bock mehr. Kommt einer mit ins Tucholsky? Schreibt Lina, ich lese das mal vor. Leon, geil, ja, Kaffee. Lina, dann bis gleich. Ich glaube, ich kann mir das gerade nicht erlauben. War schon letzte Woche nicht in Geschi. Achso, sorry, das schreibt Jonas, Bro. Lina, Emmy, los, Tuchi, komm rum. Leon, sind da. Oh Gott, ja. Elias, plus zwei, Painbow ranked, jetzt. Painbow? Das soll Rainbow Six wahrscheinlich sein, Rainbow Ja, Six Siege. Lina, count me in. Oh, übelst die Zocker hier. Leon, hier. Simon, mach mal Lobby auf.
Emily, wer ist denn so eine halbe Stunde bis ganzen Stunde für PB zu haben? Das ist wahrscheinlich wieder Paintball. Paintball, also ja. Jonas Bro, jemand UW noch? Das ist dieser Overwatch-Klon. Dieses Spiel, genau. Lina, eben aufgehört. Jonas Bro, hab das Update noch nicht geladen. Ja, das sind, ich finde das lustig, das sind tatsächlich so die typischen Gamer-Gespräche hier. Ja. Ja, wer hat Zeit dann und dann? Ich hab das Update noch nicht. Auf welcher Plattform spielen wir? Hier gibt's einen neuen Patch. So. Leon, ja, bei mir hat's ewig gedauert, schreibt er. Remili, ich mach das über Nacht mit dem Update. Jonas Bro, ich farme später in P6 wie Noun im Quickmatch. Unranked und vielleicht ein paar Ranked für neue OP, falls sich jemand anschließen möchte. Dazu noch so ein Nerd-Smiley. Warte mal ganz kurz. Steht das hier irgendwo? Vor 4 Wochen. Okay, okay. Und dann vor 3 Wochen. Vor 4 Wochen. Dann ist lange nichts passiert. Vor 3 Wochen fragt Elias, geht hier noch was? Leon, frag mal nicht so scheinheilig. Elias, hä? Leon, du und Lina jetzt oder was geht ab? Emily, shit. Elias, sorry. Leon, du bist ein mieser Verräter, Elias. Elias, warte mal, Leon, nicht hier. Simon, geil, ich hol Popcorn. Wer ist denn Simon? Simon, lass es! Elias, ich komm zu dir und wir sprechen drüber. Leon, du kannst bleiben, wo du bist, Arsch. Ich hasse dich. Lina schreibt, Leon, lass gut sein. Elias schreibt ein wütendes Gesicht. Und Leon schreibt, fuck you, mit ganz vielen Ausrufezeichen. Emily, Leon, mach das nicht hier im Chat, redet miteinander. Und Leon, ihr könnt mich alle mal, ihr wusstet das alle mit Elias und Lina und habt mich voll auflaufen lassen. Tolle Freunde seid ihr. Uiuiui. Uiuiui. Wie hat diese böse neue Rechtsband hier, Weimar heißt sie, gesungen? Lieber 1000. Ist die eigentlich lieber 1000? Lieber 1000 Feinde als einen falschen Freund. Passt hier ganz gut. So ist das, man geht zur IB wegen persönlichen Problemen. Ja, nicht wegen irgendwie, weil man sich sonst identifiziert damit. Nee. Das ist hier, ja gut, wir kommen wahrscheinlich später noch ein bisschen dazu zu sprechen. Wir gehen mal in dem Handy weiter. Trinken wir jetzt. Punkt, oh, jetzt kommt Lina hier. Oh. Wird mir das langsam zu privat? Aber vielleicht. Ja, bla bla bla. Wohin Leon verschwunden ist. Soll ich nochmal oder wollen wir es einfach still lesen? Ja, das ist jetzt, glaube ich, nichts Relevantes. Denkst du? Ich meine, er schreibt mit Lina seine große Liebe. Leon, sie schreibt Leon, ich glaube, ich brauche erstmal eine Pause. Achso, vom Chatten oder was? Nachti, kein Kuss, nicht mal gute Nacht. Aha. Ach, Leon, mir ist gerade nicht dann. Mach mal die Sprachnachricht. Ja, ja. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir uns erstmal nicht mehr sehen. Lass uns Bitte. Einfach erstmal klarkommen. Das macht ihn natürlich wütend, den Leon. Warum behandelst du mich immer wie Dreck, schreibt er. Was wie Alina bedrängt. Eigentlich bin für dich nur Müll. Ist gar nicht so. Er war wohl ganz schön verletzt. Wenn er das nochmal lesen würde, würde er sich wahrscheinlich schämen. Ja, guck mal, vor allem die Nachrichten danach hat sie alle gar nicht empfangen. Also, die wurden gesendet, aber noch nicht von ihr empfangen. Vielleicht hat sie ihn dann auch geblockt. Wahrscheinlich, ja. Ja. Bitte, bitte, bitte. Sprachanruf fehlgeschlagen, deswegen, ja. Hey. Was schreibt? Lina. Oh, jetzt hört man immer, das ist gut. Das ja alles noch mal. Ich meine, wir hatten doch immer so viel Spaß zusammen. Ich kann dir auch einiges bieten. Du musst mir nur einfach mal eine Chance geben. Elias, das ist nicht der Traumprinz, für den du ihn hältst. Mach die Augen auf. Der reißt alles an sich, was nicht ihm gehört. Vergiss es, du checkst es doch eh nicht. Ja, das war eine wütende Nachricht nachts um 2. Und dann um 3 Uhr schreibt er fuck you. Da lag er wohl lange wach. Ja. Er tut mir ja fast ein bisschen leid. Ja. Okay. Mal zurück. Was kommt noch so? Emily. Oh Gott. Aha. Hey Leon. Alles klar bei dir? Meld dich mal bitte. Hi Leon, ich weiß, die Situation ist gerade verkorkst und dir geht es bestimmt scheiße, aber das kriegen wir schon wieder hin. Ruf mich mal an, wenn du Bock zu reden hast. Das ist der Band-Assi, ne? Ja, genau, das ist die Emily, wo du meintest, sie würde vielleicht auf ihn stehen, was ich eigentlich nicht glaube. Ja, bin ich immer noch überzeugt von. Okay. La Familia, hat das so einen Familiengruppen-Chat? Oh Gott. Die heißen immer alle La Familia, ne? Echt? Bei. Achso, wir haben sowas gar nicht. Jan hat seit ein paar Wochen nichts mehr geschrieben.
Jetzt fehlt ja nur noch ein paar... Hey Leo, wo steckst du? Meld dich mal bitte. Papa macht sich schon richtig Sorgen. Komm nach Hause. Gestern war das, ja. Also seit gestern ist er vermisst. Keine schlechten Bilder im Familienchat, das ist ja echt peinlich. Ja, total. Keine Boomer-Memes? Ja. Guck ich komisch. So, Jonas Bro. Ah, das ist sein Bruder. Also, ja. Ja. Unsere Spielfigur. Mach mal leiser. Nein. Ja, gut. Okay. Seit gestern ist er vermisst. Der meldet sich dann nicht mehr. Okay. So, jetzt kriegt man bestimmt die ganz bösen. Ich möchte nicht, wen ich gerade anrufen soll. Ach so. Ich muss herausfinden, was mit Leon passiert ist. Ja, der ist zum IB-Sommercamp gegangen. Ach so, aber du hast wahrscheinlich recht. Wir können jetzt. Wie komme ich denn wieder raus? So. Uns einen neuen Code zu schicken lassen für das tolle Spiel. Nee, hier. Aber da müsstest du dich ja dort einloggen ins Drive. Schauen wir mal. Um dir den Code, also ich denke nicht. Naja, Passwort vergessen. Zack. Gucken, was passiert. Ach so, okay. Stimmt eigentlich. Warte, nee, geh mal in die E-Mails rein. Hm? Nee, an deinem Rechner. Na, hier kriege ich die doch jetzt, oder? Nee, Quatsch. Das ist ja der Autofind. Ach so, ja, ah, der hat das nicht gekoppelt. Hast du kein Steam oder was? Der hat das nicht gekoppelt hier, okay. Yeah. Oh, mal, halt, wo sind die E-Mails? In dem Browser und dann bei hier, Mails. Hier. Mails da. Seinen alten Mails umzuwühlen. Genau. So. Ach, aber hilft ja nichts. Steuerung C, Steuerung jetzt V. Haben wir jetzt haben wir ein neues Passwort bekommen. Genau, jetzt können wir uns Nee, stopp! Stopp, warum? Geh doch an den Rechner aufs Entschuldigung, das musste ich jetzt machen, um dich zu triggern. Ja, ich merk's. 3FCX war das oder sowas, ja. Ja. So, und jetzt Eine muss ich. Schlechte Idee von Leon. Zwei Faktoren. So. Ja, so, bla, jetzt gehen wir sehen. So. 8, 9, 5, 3, 8, 9. Ja. Hä? Das ist das Weise. Ja. Das war verwirrend, das stand immer rechts hier. Sesam öffnen. Ja, ja. Oh! Uha, hier. Ach, die schwarze Sonne. Das ist Discord, nicht Steam. Okay. Ah, er ist hier auf so einem rechten Discord gelandet von der atheistischen Aktion. Geil. Memes. Oh, das müssen wir uns anschauen. Lass uns ja. Lass uns, warte, geh nochmal hoch. Geh nochmal hoch. White Wing Death Squad mit der schwarzen Sonne im Hintergrund. Leute, hatten ein Logo für unsere Überguard-Gruppe gemacht. Geil, oder? Okay. Das haben wir Grenzgänger. Aha, richtig rasieren. Jetzt kommen die Memes. Ja, naja, das, der ganze Fred ja ist Memes. Merkel, wir schaffen das. OMG, was soll ich mit all den Vergewaltigern machen? Das ist gar nicht so schlecht. Ganz so schlecht. Ein schlauer Mann. Das heißt das kälteste Ungeheuer. Das kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch und diese Lüge kriecht aus seinem Mund. Ich, der Staat, bin das Volk. Uiui. Wird so richtig philosophisch, Mensch. Ja, Mensch. Das auf so einem atavistischen Discord. Heutzutage ist alleine Rechtszeit schon ein Verbrechen. Ah, das ist auch mal geil. Politisch motivierte Straftaten in Deutschland, rechts und links. Und dass sie Merkel auf dem linken Auge blind, ja. Auf dem linken Auge blind ist, ja. Nice. Es ist ja tatsächlich so, ist erstmal die Zahl an linken Straftaten ist höher, ja? Das würde ich erstmal schon denken. Und das Verrückte ist ja, zumindest wenn es anders ist, bei den rechten Straftaten wird ja auch übelst viel Murks reingezählt. Zum Beispiel Straftaten von den Grauen Wölfen, von den Türken. Ja, das ist ja so eine türkische rechte Organisation quasi, die zählt halt als rechtes Verbrechen dann. Ja. Naja, also hier, das ist glaube ich die, hier ist es runtergerechnet. Also alle verfassungsfeindlichen Symbole sind rechts, also Hakenkreuz etc. Ne? Die werden damit reingerechnet als politisch motivierte Straftat. Deswegen schreibt der Typ ja hier unten auch, ich habe genau das Gegenteil gelesen. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, wenn du das alles mal abziehst, weil, ja, mein Gott, ein Hakenkreuz, ne? Also, da gibt's halt kein Äquivalent auf der linken Seite. Also, kannst Hammer und Sichel, kannst du überall hinsprühen, juckt keine Sau. Deswegen, ja. Ich habe hier noch einen Artikel von der Welt, den schicke ich dir wieder, den haben wir dann
Guck mal unten in die Beschreibung. Polizei ordnet antisemitische Taten rechtsextrem zu, ohne Belege. Ein Artikel von 2019, dass die Polizei halt in der Mehrheit der Fälle, wenn es jetzt zu antisemitischen Taten kommt, einfach sagt, ja, das ist rechtsextreme Gewalt. Ohne jetzt zu unterscheiden zum Beispiel, ob das jetzt vielleicht von Muslimen ist, also von Islamisten oder was weiß ich. Ja genau, also wenn das nicht eindeutig muslimisch zuordnbar ist oder links, gibt es ja auch. Es gibt ja auch dann ist es einfach rechte. Antisemitische Gewalt. Linke gibt es ja auch, dann ist es rechts, ja. In einem Drittel der Fälle sind keine Motive bekannt, lese ich hier noch, ohne jetzt zu ins Detail zu gehen in den Artikeln. Aber ja, klar, also das ist ein riesiges Dunkelfeld dort so mit dieser Rechts-Links-Einordnung zu politischen Straftaten. Ach hier, gelöschter Nutzer. Aha, der ist natürlich gelöscht, weil das, was er schreibt, den ich in Kram passe. Er schreibt nämlich, ich habe letztens eine Statistik mit genau dem Gegenteil gesehen. Ist das H-Magazin nicht so ein super populistisches Magazin? Ich würde da mal die Quellen genauer überprüfen. Ja, und der ist natürlich gelöscht worden, dieser. Ich kann ja auch leider an die Quelle nicht ranzoomen. Ja. Mist. Ah, schade. Nee, es steht links unten hmagazin.de. Aber rechts der Link da bin ich. Das kann ich nicht erkennen. Okay. Marco, da muss ich nichts überprüfen. Natürlich stimmt das. Schreibt er. Guck mal, voll der gute Text von Eva. Aufwachen Europa. Grenzen schützen, um Identität zu wahren. Geil. Ja. Das ist voll der gute Text. Ich meine, darum geht's letztlich. Grenzen schützen, Identität wahren, weil sonst werden wir überfremdet, wenn zu viele Leute ins Land kommen. Warte mal. Ach ja, es geht in die Richtung geht die Zeit. Natürlich. Aber hier, der Leon hat bis jetzt noch nichts geschrieben, ne? Also. Der hat erstmal nur zugeguckt, ja. Oh, jetzt wird's ja saftig. Warum den Grenzen schützen? Ja, das ist ja so ein linker Troll. Na, wenn keiner reinkommt, können sich die Kulturen nicht vermischen. Also nix Multikulti. Stichwort Ethnopluralismus. Da hat Eva ganz recht. Natürlich ist das hier richtig, was der Simon schreibt. Und es ist schön, dass sie hier nochmal den Begriff Ethnopluralismus reinbringen, der ja tatsächlich ein Begriff ist, der von der IB sehr häufig benutzt wird und den ich auch gut finde. Vielleicht um das nochmal kurz für unsere Zuschauer zu umreißen, die nicht so firm sind mit der IB. Da geht es einfach darum, Ethnopluralismus, dass man eine Pluralität der Ethnien schafft, eben indem man die nicht alle vermischt, dass alles eine selbe gleichförmige Suppe wird, sondern dass die Ethnien irgendwo getrennt bleiben und die Kulturen. So dann ihr eigenes bewahren und eben nicht so eine große Multikulti-Gesellschaft entsteht, wie jetzt zum Beispiel in den USA oder so. Und ehe jetzt der Strohmann aufgemacht wird, es geht nicht um hundertprozentige Abgrenzung. Das ist sowieso nicht möglich, klar, aber genau, darum geht's nicht, aber so ein gewisses Maß an Abgrenzung ist einfach nötig, sonst verwässern Identitäten. Ja. Da hat die IB ganz recht, da hat die immer richtig den Finger drauf gehabt. Und also gerade vor dem Verwässerargument. Ich meine, du siehst ja, wo es in den USA hinführt. Eben, also die USA, finde ich, ist immer für mich das Negativbeispiel schlechthin, was Multikulti angeht. Du hast so nur Stress zwischen den Ethnien. Beziehungsweise du hast dann jetzt gated Communities, wo die halt alle unter sich bleiben. Also so richtig mit dem Vermischen funktioniert anscheinend auch nicht. Ja, und wenn du keinen Stress hast, dann hast du wenigstens nicht mal was Positives. Weil das Problem ist ja auch, durch diese, oder zumindest ist es meine Meinung, durch diese große Vermischung ist auch die Solidarität sehr gering. Also deswegen lehnen die zum Beispiel Krankenversicherungen so extrem ab. Weil klar denkt sich jeder, naja, warum soll ich denn, was sehe ich jetzt als Asiate, für den Ire von nebenan Krankengelder zahlen? Was ich vor dem Hintergrund immer ein bisschen komisch finde, dass es in Kanada ja doch irgendwo klappt. Also vielleicht entkräftigt das jetzt auch mein Argument, vielleicht habt ihr da auch Gegenargumente, warum das dort anders gelagert ist in Kanada. Vielleicht ist es da weniger stark mit Multikulti, vielleicht gibt es dort noch mehr Einheitsidentität, ich weiß es nicht. Na, die hatten zumindest keine Sklaverei mit Schwarzen, soweit ich das weiß. Ja, aber weißt du, ob die ethnisch weniger gemischt sind als die USA? Na, also ich kann es leider nicht sagen. Sind, glaube ich, größtenteils Franzosen, oder? Oh, keine Ahnung. Also es ist jedenfalls nicht so durchmischt wie die USA. Ja, und das würde ich meinen, wäre der Grund, warum die eben eher offen sind für solche solidarischen Maßnahmen, wie eben eine allgemeine Krankenversicherung. Und USA ist halt purer Individualismus angesagt. Und Individualismus kommt natürlich davon,
durch so eine krasse Vermischung, weil dadurch verwässert die Solidarität. Du denkst dann nur an dich und deine unmittelbare Familie, aber nicht mehr an das ganz große Ganze. Ist jetzt vielleicht noch ein ganz wilder Ansatz, aber vielleicht hängt es mit dem Wetter zusammen. Ich weiß, das klingt bescheuert, aber in Kanada ist es so scheiße kalt und so winterlich, dass du halt die Gemeinschaft brauchst, um durch die Jahreszeit zu kommen. Und da ist es schon gut, wenn die sich so hilft. Aber ja, es ist halt wirklich ein wilder Take. Ja. Ich glaube, wir lassen das erstmal. Lass uns mal hier weitergehen. Also ich finde, der gelöschte Nutzer klingt ziemlich sehr wie unser Protagonist so. Ja, genau. Ja, der vertritt so mega die Kackmeinung. Also als Ausländer raus, wie oder was? Das ist doch bescheuert. Und das sind doch Nazis. Ich habe gelesen hier, dieses HA-Magazin, das ist ganz schlimm. Und blablabla. Peter, kannst ja gehen, wenn es dir nicht passt. Ja, auch was soll das heißen? Warum Grenzen verteidigen und Identität schützen? No Nations, no Borders. Ja, genau, no Nations, no Borders. Guck mal, Leon hat hier was jetzt geschrieben. Jetzt kommen saftige Leon-Memes. Leon-Memes. Ich habe was Cooles zusammengebastelt, wie findet das? Verteidige Deutschland, oh schön. Ich meine, das ist die Frauenkirche, aber... Die Frauenkirche, Der Rest sieht schon ziemlich scheiße aus, ehrlich gesagt. Der Rest sieht ein bisschen scheiße aus, ja. Ja, dieser Deutschland-Umriss, so rosa Umriss. In pink, ja. Ich krieg hier die grauen Panther-Vibes. Ja, das hat er wahrscheinlich auch im Paint gemacht, so wie du deine Zauberwerke da machst. Da geht die pinke Schrift nicht. Ja. Das verbitte ich mir. Na gut, es sieht so ein bisschen hier nach, was die Grauzone hat immer, wenn ihr bei ihrem Podcast dieses... Na, wie heißt dieser Kunststil, den du letztens auch mal meintest hier? Dieses... Du legst mir immer Sachen in den Mund, die ich nie so gesagt habe. mit dieser Disco-Mucke, aber auch so an die 80er. Cyberpunk, Synthwave, danke. Bild sieht so danach aus. Das kann sein. So, Synthwave war ja auch eine Zeit lang so ein Ding, also ich weiß noch, die IB und so die rechte Szene, sag ich mal, die wollte ursprünglich mal Synthwave so für sich vereinnahmen. Also es gab dann so eine Zeit lang sogenannte Fashwave-Künstler. Das waren halt so Synthwave-Artists, die irgendwie politische Reden von bestimmten Leuten in ihre Musik eingebunden haben. Manchmal auch von aktuellen Leuten, zum Beispiel von Tommy Robinson oder von Brittany Zellner. Damals hieß es noch Brittany Pettibone. Da kenne ich ein cooles Lied, was... wo das mit drin ist. Ja, aber das ist so ziemlich abgestorben, diese Fashwave-Szene. Weil Synthwave auch populär geworden ist, so im Breiten, glaube ich. Und dann war es uncool. Mist. Ja, dann war es nicht mehr so geeignet, als identitätsstiftendes Ding alleine der Rechtsszene. Na, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Likes er hier kriegt. Schauen wir mal, genau. was Saskia schreibt. Wow, Hard Eyes, richtig cool, Leon. Du kannst sowas ja echt gut. Und das schreibt ein Mädchen, die Saskia, der steht bestimmt sofort auf die, der Leon. Und die sagt Alex schreibt nice, Leon. Und die sagt ja nein zum Bundestag mit ihrem Avatar, oder? Ah ja, stimmt. Der Zocker. Deutsche. Weil wie schießt, geil. Ja, es gibt es als bisschen, Witz auch, ja. Ich finde, das ist hier schon wieder so ein linkes Wording. Also, meanwhile refugees. Also statt Refugees würde definitiv hier Ausländer stehen oder Flüchtlinge oder so. Ja, also, keine Ahnung. Oder währenddessen. Das ist schon wieder dieses englische Weltbürgerspreche. So. Na gut, der Zocker wird vielleicht doch 14 sein. So, jetzt sind wir gleich am Ende. Ja, das stimmt. Faule Schweine. So, du, Alter, faule Schweine. So. Ah, Gott. Ja, Sapo. Ja, gelöschte Nutzer ist eigentlich ganz schön kack. So, oh hier, Regeln, warte. Einführung und Regeln. Soll ich nochmal lesen? Ach, das ist der Haupt... Okay. Ja, Alex ist offensichtlich der Betreiber hier von dem Discord. Hallo Leute, das hier ist die neue offizielle Plattform der atavistischen Aktion. Ihr könnt euch austauschen und treffen, Aktionen vorbereiten und so weiter. Bleibt tapfer, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, und dann treten die Leute halt alle bei, so. Wo ist denn der gelöschte Benutzer? Gar keine Regeln.
Kevin. Leon ist beigetreten, Kevin, ja. Aber der gelöschte... Vor 3 Monaten ist aber wenig Zuspruch, ja. Wenn vor 3 Monaten nur so wenig Leute hierbei sind. Ja, aber er ist schon seit der ersten Stunde dabei. Also. Genau, wir sollen hier natürlich erfahren, dass er schon seit 3 Monaten... ist schon länger abgedriftet. Genau, er ist schon langsam abgedriftet. Und schon bevor das alles schief ging mit hier Lina und Elias. Mhm. Aktion, so, was gehört. Leon hat anscheinend eine neue Handynummer. Vielleicht rufe ich ihn einfach mal an. Ja. Nächste Woche geht's los. Die Details besprechen wir nochmal. Samstag bei der Versammlung. Also die wollen hier irgendeine Aktion machen. Saskia freut sich. Lukas findet es auch nice. Ist auch dabei. Ja gut. Ah ja, Leon schreibt, ich habe eine neue Nummer. Ach ja, vor 3 Tagen. Mich nicht nerven. Genau. Leon ist jetzt schon los. Sorry Leute, ging nicht anders. Meine Eltern waren gerade kurz weg. Wären gern mit euch gefahren. Okay, also der ist dann bei dieser Aktion. Oh, hier an der alten Schule, jetzt kommt hier gleich noch der. Ja, und der, vor allem um 1800 ist natürlich eine militärische Zeitangabe. Er schreibt nicht um 18 Uhr, sondern um 1800 ist der Punkt an der alten Schule. Das muss ein Rechter sein. So, Aaron, oh, okay. Ich sag nichts zu dem Namen. Meine Mutter lässt mich nicht raus. Die checkt nicht, wie wichtig das hier ist und labert irgendeinen Scheiß. Ich versuche abzuhauen, aber schaff's nicht bis zum Treffpunkt. Okay. Memes hat man schon? Ja, Memes genau. Hat man schon. Oh, Bürgerwehr. Oh, Bürgerwehr. Oh, es gibt einen Kanal Bürgerwehr. Leute, nochmal als Reminder. Sowas machen wir nicht. Ich habe den Channel geleert. Ah, interessant. Das finde ich hier ganz witzig, weil das auch so ein echtes eBay-Ding ist, dass die ja immer drauf besagt sind, eben, wie ich vorhin schon meinte, solche altrechten Dinge erstmal zu vermeiden, so schlechte Optics. Und vor allem auch Sachen, die einfach, die irgendwo gewalttätig sind. Ich meine, solche Bürgerwehren, da kann es halt schnell zu Straftaten kommen, dass Leute jetzt einen vermeintlichen Straftäter irgendwas antun. Und das ist natürlich Quatsch. Und da steht auch die IB nicht dafür. Die machen immer ganz friedliche Aktionen, also friedlichen Protest, oft auf kreative Weise, indem sie halt auf Denkmäler klettern oder irgendwelche Kunstaktionen machen, irgendwelche Begalos zünden und große Spruchbanner ausbreiten, solche Sachen. Aber Bürgerwehren gibt es dann nicht. Heißt für mich jetzt aber im Umkehrschluss, dass in der Nachbarschaft nicht alles top ist, ne? Dass die mit dem Gedanken spielen, eine Bürgerwehr aufzumachen. Naja, ich weiß halt nicht, was ich ein bisschen komisch finde. Ich meine, das ist doch hier atavistische Aktion Deutschland, würde ich annehmen, oder? Oder ist das nur in dem kleinen Umkreis? Das also scheint deswegen für mich eh so ein kleiner Furz zu sein, hier, ehrlich gesagt. Also wirkt so ein bisschen so, aber ich glaube schon mit eher, den 3 Mitgliedern. Wahrscheinlich war die Idee, man würde sich hier deutschlandweit absprechen. Naja, wir wissen es nicht, ich meine. Ja gut, aber du siehst ja hier die 10 Leute, die hier in dem Discord, sage ich jetzt mal, sind. Ja, die also sind. Also wenn das für Deutschland steht, dann würde ich sagen, haben wir kein Problem mit den bösen Rechten in Deutschland. Ja, wahrscheinlich wollen es die Macher des Spiels auch so ein bisschen darstellen. So, Sprachchannels, können wir uns da einloggen? Ah nee, hier kann ich nichts machen, Mist. Ah, okay. Aber wir haben jetzt die Handynummer, richtig? Genau. Wir haben jetzt die Handynummer und jetzt können wir mal den Leon anrufen auf seinem neuen Handy. Also gehen wir mal am besten an das alte Handy und rufen Leon auf dem neuen Handy. Kann ich jetzt hier? Wieso geht das? Jetzt geht's. Okay, gut. Die tolle Steuerung lässt mich erstmal hier Sachen nicht machen. Ja. Genau. Und das hat man noch nicht. Das hat man noch nicht. Leon den Bass. Und hier die Noten. Oh, jetzt kommen hier rechtsradikale Songteste. Ich dürfte eigentlich nur mitmachen, weil sie sonst Arne Groll. Das ist doch so eine Art Rapper. Moment mal. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Völkischer, atavistischer Rap? Rap lebt doch von den vielen Einflüssen aus den verschiedensten Kulturen. Und das ist doch genau das, was diese Atavisten verhindern wollen, nämlich die Vermischung von Kulturen. Von Kulturen, ja. Ja, nee, ne, das haben wir ja vorhin schon analysiert. Ja, nee, also das Ding ist ja, man kann ja kulturell sich vielleicht von was anderen was übernehmen, was gut ist. Aber das Problem ist, wenn immer gleich noch die Leute da mitkommen. Ja, man muss sehen, dass man nicht 1:1 irgendwas nachmacht. Also das hatten wir vorhin schon in der ersten Folge natürlich besprochen. Klar, so deutscher Web geht schon, aber es sollte dann auch noch irgendwo was Deutsches haben. Nicht einfach nur eine Nachmache sein von irgendwelchem Ami-Web. Da gibt es auch diese kleine Anekdote aus Großbritannien und Indien mit dem Curry, wo dann die Engländer gesagt haben,
Ja, wir haben jetzt das Rezept für das Curry. Ihr könnt jetzt wieder gehen. So ungefähr. So, das kenne ich gar nicht, ja, aber das, so wäre es ja schön. Ne? Ja. Mit und den das, Gewürzen das, kommen halt auch immer noch die Gewürzmenü. Ne? Ja, genau. Und das ist ja keine Einbahnstraße. Also, das haben wir auch schon mal angesprochen, dass die europäischen Einflüsse in den Ländern ja auch zu viel Verbesserung letztendlich geführt haben. Ja, sicher, ja. Sicher. Ohne dass wir da jetzt hier 50 Millionen Deutsche in Südwestafrika hinterlassen haben. Also, was hat er denn hier angestrichen, der Leon? Der große Austausch wird geplant von Volksverrätern. Wir werden überlaufen von eingewanderten Triebtätern. Ganz schöner Zweckreim hier. Ein bisschen Zweckreim. Ich finde es trotzdem nett. Deutschland stopft sich die Döner rein. Für dich, für mich darf es nur Schnitzel mit Pommes sein. Pommes, war das nicht von den scheiß Franzacken? Ja. Bummt der. Ja, das ist auch schon wieder so fremde Kulturen, Pommes. Ja, ja. Oh, aber die erste Zeile gefällt mir. Drogenrapper verkaufen den Teufel an unsere Jugend. Ich brauche keine Drogen, nur Stolz und stahlharte Tugend. Ah, okay, nice. Ich erinnere mich tatsächlich, bei Chris Ares ging es öfter mal um das Thema Drogen. Dass Drogen unsere Jugend kaputt machen. Mhm. Ja, gibt's auf der Rückseite was? Ich lese gerade noch so ein bisschen den Text durch. Ach so, also okay. Diese linksversiffte Suppe widert mich an. Der ekelhafte Beweis für den Hutenplan. Oh, jetzt wird's aber ja wieder schwurbli-drubbel. Ja, aber Hutenplan wurde auch bei Chris Ares mehrfach erwähnt. Ich möchte es nur sagen, ja. Ach, hinten ist nichts da. Verbotene Lyrics-Interpreten, okay. Aber ich finde das mal lustig, so eine Seite, so einfach, wenn du auf so einer Netzseite bist, einfach Steuerung P zu drücken und dann kommt genau das raus. Ja, das ist tatsächlich sehr authentisch. Das würde mein Opa machen, so. Ja, genau. Steuerung P, los geht's. So. Ja, ruf mal den Leon an. Leon hat also eine neue Nummer und sein altes Handy hier gelassen. Vielleicht geht er da ran. Aber was ist denn dann das Handy in der Box? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, das ist das in der Box, ja. Oder klick nochmal. Geh mal links ran an das neue Handy. Ja? Oh. Leon? Jonas? Bist du das? Oh, okay. Woher hast du die Nummer? Leon! Wo bist du? Alle suchen dich. Mama, Papa, sogar die Polizei war schon hier. Sollen sie doch. Was ist? Mach's kurz. Ich hab keine Zeit. Ich bin in deinem Zimmer. Leon, ich mach mir Sorgen. Musst du nicht. Und jetzt raus aus meinem Zimmer, du Ratte, aber schnell. Achso, warte. Können wir jetzt wird's aber interessant, wie in einem Rollenspiel. Sprech ihn mal zum neuen Umfeld an. Achso, oh Gott. Wollen wir das wirklich? Wollen wir hier erst Musik? Ja, wir können alles hoffentlich durchmachen. Ich hoffe, uns ergeht dann nichts. Nee, warte. Ah, das mit der Deutschlandflagge ist wichtig, ja. Ich höre erst auf, mir Sorgen zu machen, wenn ich weiß, dass es dir gut geht. Und dass alles klar ist. Das war gerade ein Menü des Todes, ja. Eine Sache würde ich nämlich echt gern mal wissen. Seit wann hängt hier eine riesige Deutschlandflagge in deinem Zimmer? Und wieso hängt sie falsch rum? Ist das nicht so ein krasses rechtes Symbol? Oh Gott. Kannst du mir mal erklären, was mit dir los ist? Jonas, ich setz ein Zeichen damit. Ein Zeichen dafür, dass das alles große Scheiße ist. Und so ist es ja auch. Deutschland war mal ein Land der Dichter und Denker. Mittlerweile ist die Politik komplett unterwandert von Gutmenschen. Jo. Ich hab jetzt neue Freunde. Und die wissen, was Sache ist, weißt du? Was redest du denn da? Du klingst wie dieser abgehalfterte Popstar und die anderen Verschwörungsdeppen. Es läuft doch alles super bei dir. Du hast deine Familie, Freunde, mich. Warum willst du lieber mit solchen Idioten abhängen? Kleiner, du verstehst nicht, worum es hier geht. Es geht nicht nur um dich oder mich. Es geht ums große Ganze. Wir müssen uns zusammentun, um was zu bewirken. Um das Land zu verändern. Das habe ich jetzt begriffen.
Jetzt haben sie aber ganz schön hier als gehirngewaschen dargestellt, ne? Ja, der abgehalfene Popstar, wie er klingt, damit ist, denke ich, Xavier Naidoo gemeint. Ach so, ich wollte dich fragen, wer könnte das sein? Ja, ich denke Xavier Naidoo, weil er noch gesagt hat, die anderen Verschwörungsdecken. Ja, gut, der lässt auch immer viele wilde Sachen raus. Aber der ist doch jetzt wieder rehabilitiert. Ja, der ist jetzt der gute Xavier. Das ist halt. Bis zum nächsten Mal. Er ist eine absolute Billardkugel, der Mann, ne? Ja. Gut. Und was können wir noch mit ihm sagen? Oh Gott. Ach so, siehst du, jetzt ist nämlich das von Fons, die Wahlmöglichkeiten sind weg. Deswegen konzentrieren wir uns vielleicht auf die saftigen Sachen hier. Skinheads zum Beispiel. Oder atavistische Aktion. Wir nehmen mal Skinheads, oder? Skinheads, du hängst mit Skinheads. Ja, machen wir das mal. Ganz Normie-mäßig, du hängst mit Skinheads rum. Bist du krank? Ich wusste es. Du triffst dich mit Skinheads. Leon. Als würde es die noch geben. Halt. Mit Nazis habe ich nichts am Hut. Komm mal zur Sache jetzt. Ja, dann. Ja, machen wir das. Atavistische Aktion. Du bist wieder im Pfadfinder. Ja gut, dann gehen wir gleich ins Fleisch, ne? Ja, gleich ins Fleisch, ja. Ich weiß, worauf du anspielst. Diese atavistische Aktion, richtig? Ey, die tun so harmlos, aber die sind eine ganz miese Truppe. Ach Jonas, du checkst mal wieder gar nichts. Die machen hier echt mega nice Sachen. Guck mal, die veranstalten Events, Konzerte und. Für Leute wie uns. Nicht für die alten Säcke. Die kümmern sich um die Jugend. Die haben auch richtig fundierte politische Meinungen. Mit denen kannst du auf gehobenem Niveau diskutieren. Oha. Wenn du eh schon rumgeschnüffelt hast, hast du ja bestimmt auch die Bücher gesehen. Genau das wollen die doch erreichen. Die geben sich mega harmlos und locken junge Leute wie dich mit irgendwelchen coolen Camps und Aktionen. Aber das sind Rechtsradikale. Muss ich jetzt für dich buchstabieren? Das sind Nazis. Nazis, die sich als Intellektuelle tarnen. Leon, jetzt fall nicht auf so eine Scheiße rein. Mann, komm mal runter. Ich guck mir das doch nur mal an. Die Bücher habe ich gesehen. Aber weißt du... Junge, also was für ein... also dieser Jonas mit 16, wer redet so? Ja, erstmal ist er der jüngere Bruder und will ja seinem älteren Bruder was erzählen von der großen Politik. Ja, es ist halt der absolut Gehirngewaschene. So, ich sag's dir, das sind Nazis. Ja, und er sagt, lest doch mal die Bücher. Nee, und das ist so, auch so ein typischer linker Take. Nee, ich brauche diese nicht, Bücher ja. gar nicht lesen und mich mit anderen Meinungen auszusetzen. Ich weiß einfach, die sind Nazis. Das ist so, weil das hat das Fernsehen gesagt. Ja, und diese Camps da, also das kannst du ja wirklich eins zu eins spiegeln auf gewisse Straßenkleber. Ja, na eben, da gibt's auch coole Camps und so. Und die sind überhaupt nicht radikal, ja klar. Vielleicht ja, als kleine Anekdote aus meinem Schulfreundeskreis gab's einen, der sich, oder was heißt gab, den gibt's noch, der sich für die SPD begeistern konnte. Und wir haben immer so im Garten so Grillpartys gemacht damals. Ja. Und dann war er da auch bei der SPD bei so einem Sommercamp. Und die haben den auch hart Gehirn gewaschen. Also der war vorher ganz ausgeglichener Charakter. Und dann, als er da wieder da war, ging es nur um die SPD, wie toll und dies und das und das müsst ihr. Da war der Feuer und Flamme für. Und du konntest nicht normal mit ihm reden. Also wenn du Kontra gegeben hast, dann ist das immer relativ eskaliert. Ja, und die Quintessenz ist letzten Endes, dass man einfach dann nicht mehr über Politik redet, um irgendwie noch miteinander die Zeit zu verbringen, ne? Also diese Gehirn... Das ist eigentlich ein Gegenargument für das Sommercamp dort, weil die befürchten ja, dass es genauso dazu geht. Ja, ich will damit nur sagen, dass diese vermeintliche Gehirnwäsche, die wird gefühlt von allen irgendwie benutzt. Das hängt ja dann einfach nur an deinem Charakter, ob du das mit dir machen lässt. Ob du das mit dir machen lässt, klar. Das, und er sagt das ja auch, er guckt sich's bloß mal an, ne? Also so ein gewisser Skeptizismus ist doch völlig okay, ja. Ja. Meine Güte. Ja, aber von vornherein zu sagen, ja, das ist alles Schwachsinn. Ja. Junge. Auswählen. So, was haben wir jetzt hier noch? Warte, wieso? Hallo? Jetzt geht's, okay. Oh, du entscheidest. Hass und Hetze. Hass. Oh, jetzt wird's saftig. Wir haben zur Auswahl Hass und Hetze. Hass. Bei denen geht es doch nur um Hass und Hetze. Wir haben zur Auswahl Reichsbürger.
Du hast ja auch das Selbstverwalterhandbuch Bandai zu Style gelesen. Geil, Science Fiction. Was ist mit deinem Lieblingsbuch Solaris? Okay, das ist, darüber müssen wir jetzt reden. Und Verschwörungstheorien. Das sind doch Verschwörungstheoretiker, sind das. Alles gut, Solaris können wir auslassen, würde ich sagen. Das ich finde den Hass am geilsten. Das ist so richtig Normie-mäßig. Ich meine, wir müssen uns ja hier ein bisschen in den guten Bruder reinversetzen. Ja, ich denke, Hass und Tätze passt da ganz gut. Ja, ich denke auch. Das hat doch alles gar nicht Hand und Fuß. Da geht's nicht um Debatten oder Inhalte. Da geht's um Hass und Hetze gegen Menschen. Menschen, die denen nicht in den Kram passen. Da fängt's doch schon an. Du weißt doch gar nicht, wovon du sprichst. Oh ja. Es gibt ein paar interessante Bücher zu dem Thema. Die liefern Fakten und Antworten. Wenn du willst, leih dir mal ein gutes aus, was ich vor kurzem gelesen habe. Ja, ist klar. Ich hab das Buch schon in deinem Zimmer gefunden. Die große Umvolkung. Ernsthaft? Warum nicht gleich Ausländer raus? Das er ist der Typ aus dem anderes. Chat, oder? Der gelöschte Benutzer. Ein riesen Nazi-Scheiß, Leon. Immer sind alle gleich Nazis für dich. Bist du jetzt auch so ein extremistischer Gutmensch, der keine andere Meinung zulässt? Oh, das brennt. Genau dagegen das kämpfen brennt, wir hier an. Wir wollen die Demokratie verteidigen und unsere Heimat erhalten. Aber... ich glaube, du verstehst das einfach nicht. Noch nicht. Ich verstehe viel mehr, als du denkst. Die Rechten reden so lange von Demokratie verteidigen, bis sie genug Macht haben, um sie abzuschaffen. Das war bei Hitler nicht... Ah, endlich ist Hitler da, Gott sei Dank. Ich habe vor Jahren in Geschichte gelernt. Es ist dieselbe gefährliche Masche. Leon, du willst nicht Teil von sowas sein. Ich kenne dich. Ich weiß, dass du so nicht bist. Keine Ahnung, wer oder was ich bin. Ich weiß es doch auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall über den weirden Scheiß reden, den ich auf deinem Computer gefunden habe. Hä? Weirden Scheiß? Die GIFs und Memes oder was? Und was machst du überhaupt an meinem Computer? Ja, Mann. Diese Memes zum Beispiel. Jetzt übertreib die schlimmen Memes. Oh Gott, oh Gott. Diese Memes. Als ob du dir keine Memes reinziehen würdest. Aber doch nicht solche. Deine Memes zeigen nur billige Klischees und dubiose oh Gott, ist das schlecht gerade. Das ist richtig schlecht. Ich will gerade so viel sagen. Das kannst du doch nicht wirklich lustig finden. Du nimmst das halt viel zu ernst. Das sind nur ein paar Memes, komm schon. Schon mal was von Humor gehört? In Wirklichkeit machen wir viel ernsthaftere Sachen. Ach, Gott sei Dank. Also dieser Dialog war wirklich anstrengend. Also wirklich erstmal, ja, die Rechten, die reden nur so lange von Demokratie, bis sie die abschaffen können. Woher nimmt er das her jetzt? Also, ja, es ist einmal in der Geschichte passiert. Das ist ja, die Evidenz. Ja, und das ist das Nächste. Du tust einfach die heutige Rechte mit der Rechte vor hunderten Jahren irgendwie in Zusammenhang bringen. Also die IB hat, oder die Neurechte, die hat nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun. Aber das können wir doch unseren Spielern hier nicht zutrauen, so eine Differenzierung. Das so geht ein nicht. Quatsch, wirklich, ja. Du hörst hier wirklich so diese Standardfloskeln, Skinheads, Nazis. Also dir soll echt ein ganz bestimmtes Bild in den Kopf gebügelt werden. Alles, was irgendwo rechte Meinung ist, was so ein bisschen von dem linken Narrativ abweicht, das sind eben Nazis, das sind alte Zeiten, so das ist Holocaust, das ist alles böse. Das so darfst du gar nicht, du darfst nicht mal in die Richtung denken. Ja, aber wenn wir das Spiel mal spielen, können wir das dann auch einfach andersrum münzen? Die Sozialisten sprechen auch nur von Demokratie, bis sie an der Macht sind. Und dann kommen die Gulags. Oder das ist doch alles so klar, Banane. Junge. Das ist halt keine Argumentation, ja. Ja, und er sagt richtig, ja, lest doch mal ein Buch. Ja, nee, ich habe doch hier den Titel von dem Buch gelesen. Das ist Umfolgung. So. Ja, so dieses typische linke Ding, ja, das Buch, das brauche ich gar nicht lesen, ich kenne ja den Titel, ich weiß das ich schon weiß, von weitem, was drin steht. Nazi-Scheiße. Genau, ich mit meinen 16, ich habe die Welt verstanden, ich weiß, was da drin steht, ich brauche das nicht lesen. Weil ich in der Schule, sagt mir die Frau Müller, was gut und richtig ist und ja. Frau Müller muss weg. So ist es. Gibt es tatsächlich ja, ein Theaterstück, was so heißt? Diese schlimmen Nazi-Memes, also was die sich darin auch immer so aufgellen, ich weiß nicht. Okay. Also es wirkt auch alles so unauthentisch. Also kein 16-Jähriger redet so gestellt. Die haben wirklich so eine Checkliste an Buzzwords, die hier abarbeiten müssen. Ja.
Und dann, vor allem, da quetschen die das in diesem Telefondialog. Oh Gott, oh Gott. Vor allem nervt er mich halt, dieser Jonas, dass er doch schon ein bisschen sehr eine Karikatur von einem linken Normie ist. Also, anstatt dass er, naja, anstatt dass gut, er mal ein bisschen gesagt, auf sein Bruder eingeht, auf die persönliche Ebene vielleicht hier, wie ist es mit Elias gelaufen oder Lina, keine Ahnung, dass er solche Themen bringt oder denkt doch mal an Vati und Mutti, keine Ahnung. Stattdessen tut er halt nur die großen Schlagwörter hier rauspacken. Nazis und das ist alles schlimm und die wollen die Demokratie abschaffen. Also das ist hier wirklich wie Politikunterricht. Aber das ist vielleicht jetzt auch unsere Schuld. Also wenn wir die besseren Antworten ausgewählt haben, wären wir jetzt vielleicht bei Seelsorger TV gelandet. Ich denke es mal nicht. Was? Wir müssen das noch ein zweites Mal durchführen. Oh, Germanen-Rave. Germanen-Rave? Du meintest den Germanen-Wave neulich im Stadtwald. Achso, es geht ja auf die Aktion, okay. Das Boot ist voll. Das Boot ist voll Party vor dem Flüchtlingsheim. Das ist wohl so eine Art Aktion gewesen von denen. Was macht ihr denn ernsthaft, eure Kulturprojekte? Also ich werfe, das Boot ist voll. Ja, das oder die Kulturprojekte, das finde ich, klingt saftig. Na gut. Da erfahren wir bestimmt, warum das schlimm ist, die Kulturprojekte. Wir? Meinst du damit dich und deine neuen Freunde? Was macht ihr denn Ernsthaftes? Zum Beispiel eure Kulturprojekte? Ja, zum Beispiel. Es gibt aber wirklich eine Menge gutes Zeug. Google mal atavistischen Rap. Da gibt's welche, die machen richtig guten, systemkritischen Content und erreichen jetzt damit. Jetzt würde ich gleich über den Rap auslassen. Ja. Oder Eva. Die ist wenigstens auch eine richtige Frau. Nicht so wie Lina. Systemkritisch? Du meinst rechts. Warte. Neulich haben wir auch die Uni besetzt. Was ist daran bitte rechts? Das ist gelebte Demokratie. Da sind richtig wichtige Aktionen dabei. Man kann endlich mal aktiv werden und selber was verändern. Ah, dieser Satz ist wirklich, das ist rechts. Also, wie gesagt, du darfst halt nicht mal nach rechts denken, wenn es dir nach diesen linken Machern geht. Also, es gibt genau eine Meinung, die du vertreten darfst und alles andere ist halt unsagbar. Das ist rechts. Also, du brauchst nicht mal über die Inhalte reden, das ist einfach mit einem Schlagwort abzutun. Man könnte auch sagen, sobald du aus diesem relativ links liegenden Meinungskorridor ausscherst, bist du rechts und demokratisch. Ja, ja. Also, selbst wenn du mittlerweile mittige Positionen hast, da wird die Luft dünne. Also. Das ist rechts, ja, da kommt so ein 16-jähriger Jonas um die Ecke. Der muss weg. Das ist rechts. Ja, oh Gott. Waffendrucken, interessant. Hacken, bloggen. Streamen. Nationalistischer Blog und mit deinem Stream. Ich bin das mit den Waffen ansaft. Ja, Waffen, genau. Ja. Ah, das geht ja manchmal. Ernsthafte Sachen? Sowas wie 3D-Waffen drucken? Alter, spinnst du jetzt komplett? Sehe ich für dich aus wie ein Attentäter? So einen Scheiß machen wir nicht. Jonas, was willst du jetzt eigentlich von mir? Ja, das war jetzt tatsächlich so ein Ding. Ich meine, der unterstellt ihm ja einfach mal eben so Straftaten zu begehen. Ja, willst du 3D-Waffen drucken? Also, wo kommt er auf die Idee? Wo hat er das her? Naja, sein Bruder ist jetzt rechts und er hat einen 3D-Drucker. Und ja, natürlich druckt er. Rechte drucken sich halt die Glocks und, ne? Schwachsinn. Ja. Und da hat er gut funktioniert bei dem Schlüssel, ne? Also. Ja, was mit dem Schlüssel geht, das geht auch mit einer Waffe, klar. Mhm. Oh Gott. Aber ja, er stellt die richtige Frage. Was willst du jetzt von mir? Ja, ich finde auch, ich muss sagen, den Jonas finde ich total scheiße, aber wie der Leon antwortet, finde ich schon irgendwo realistisch so. Genau, realistisch, ja. Der sagt ihm halt, ja, wie kommst du auf diesen ganzen Unsinn und erklärt ihm dann, so ist es so und so und ich habe hier ein paar Bücher, die kannst du lesen. Ja. Also er verteidigt sich ja meiner Meinung nach relativ gut. Also in dem Sinne, wie man sich bei solchen extrem absurden Vorwürfen halt verteidigen kann. Ja. Hä? Ah, wir können nochmal über Waffendrucken reden, oder was? Das ist jetzt komisch. Sind wir jetzt hier in einer Schleife gefangen? Nee, ja, wir können das vielleicht jetzt alles noch ausdiskutieren. Dann nehme ich mal den Hackerangriff. Ja, oh Gott. Ja. Kann es sein, dass ihr einen koordinierten Hackerangriff plant? Was laberst du? Wir machen doch nichts Illegales. Okay, jetzt reicht's. Und tschüss.
Ja, recht hat er. Also wirklich, wenn er mit solchen Sachen kommt. Das war's, oder was? Ich lese das Oh, jetzt mal hier. ja. Auch wenn Jonas sich nach allen Kräften bemüht hat, ist es ihm nicht gelungen, Leon von seinem Plan abzubringen, am Sommerlager teilzunehmen. Dort hat er sich sogar von Alex bequatschen lassen, intensiv beim Aufbau des Streaming-Kanals mitzuhelfen. Oh nein. Ja, ein böser rechter Stream. Leon gewinnt zunehmend Anerkennung innerhalb der Gruppierung. Die Anstrengung von Jonas und seinen Freunden, zu Leon durchzudringen, ist vorerst gescheitert. Aufgeben werden sie es trotzdem nicht. Dieser negative Ausgang ist einer von zwei möglichen. Sprich mit Leon über die gefundenen Hinweise. Auf einen weiteren Versuch kommt es an. Aha, und wir können jetzt das Telefonat wiederholen und das gute Ende freischalten, sag ich mal. Und den Leon davon überzeugen, dass das hier alles schlimm ist. Also wir müssen jetzt ein bisschen die weniger vorwurfsvollen Punkte nehmen, offensichtlich. Und vielleicht mehr auf die persönliche Schiene kommen. Wollen wir das machen? Ja, lass uns das mal machen, natürlich. Da sind wir ja Hast du jetzt doch mit dem Telefonat Spiel wiederholt? durch. So. Genau, so. Leon hat also eine neue Nummer und sein altes Handy hier gelassen. Ich Vielleicht meine, ist er da wir haben noch 10 Minuten nicht bis zur vollen angekommen. Stunde. Naja, ein bisschen länger kommen wir auch. Ja, natürlich, natürlich. Das zocken wir jetzt hier schon natürlich. Wir Wir wollen noch wollen alle Achievements. alle enden, genau. Ja, genau. So. Geh ran, Leon. Leon? Jonas? Bist du das? Woher hast du die Nummer? Leon! Wo bist du? Alle suchen dich. Mama, Papa, sogar die Polizei war schon hier. Sollen sie doch. Was ist? Mach's kurz. Ich habe keine Zeit. Ich bin in deinem Zimmer. Leon, ich mache mir Sorgen. Musst du nicht. Und jetzt raus aus meinem Zimmer, du Ratte, aber schnell. So, was haben wir denn hier? Ja, Freunde. TD, genau. Ich weiß, die letzten Wochen waren echt scheiße für dich. Aber das wird alles wieder. Wir sind immer noch deine Freunde. Denk doch mal an die ganzen nicen Sachen, die wir zusammen gemacht haben. Gamescom, Holland und so weiter. Freunde, am Arsch. Ich bin euch doch scheißegal. Weißt du, macht ihr euer Ding, ich mach meins. Du fühlst dich von Lina und Elias verarscht, richtig? Hör mir auf mit den Verrätern. Lina hat mir immer was vorgemacht. Und dann fängt sie auch noch was mit dieser Ratte Elias an. Und ihr habt euch alle auf ihre Seite geschlagen. Ihr seid so fake. Ich scheiß auf eure Freundschaft. Keiner hat sich auf irgendeine Seite geschlagen. Aber du hast dich am Ende auch echt wie ein Arschloch verhalten. Die wussten auch nicht so genau, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Fuck, Mann, denen tut das echt leid, wie es gelaufen ist. Elias ist immer noch dein Freund. Und Lina erst recht. Die wollen dich nicht verlieren. Ihr wart doch immer so ein Mega-Team. Denk doch mal darüber nach, wie viel ihr zusammen erlebt habt. Spaß dir, Jonas. Spaß dir. Ich glaube, das funktioniert auch nicht, oder? Na ja, doch, doch, ich denke, das geht schon gut los. Okay. Andere Mädchen, Computerspiele. Ja, guck mal, also jetzt können wir zum Beispiel nämlich nur noch persönliche Themen aufgreifen. Ich denke, das ist der richtige Weg, so laut dem Spiel. Den Leuten jetzt gar nicht versuchen zu kommen, ihre Ideologie widerlegen zu wollen, sondern zu sehen, was mit denen gar nicht so, was mit denen nicht stimmt. Also, Warum wir sind die haben denn hier überhaupt bei der IB? Paula Andere aus meiner Mädchen. Klasse, dass sie dich süß findet. Was soll ich Okay. denn ohne dich machen? Das Ja. mit den beiden hält nicht lange und ihr wart immer ein gutes Team. Also Ich würde das mit den Geschwistern machen. ich wäre dafür, weil das hat er doch selber geschrieben hier. Was soll hier? Angelina hat auch Ja, geschrieben, ist mir dass letztlich egal. Ich hätte einfach das mit den Geschwistern gemacht. Aber gut, Ach, mach komm ich. schon. Das mit Lina und Elias hält doch eh nicht lange. Als ob es darum ginge, Jonas. Sollen sie doch glücklich werden miteinander. Ah, fuck. Frauen stehen eh nur auf Arschlöcher. Die wird sehen, was sie davon hat. Ich verstehe echt nicht, was du von mir willst. Komm auf den Punkt. Oh, scheiße, jetzt haben wir noch eine Chance. Dann nehmen wir die Geschwister. Ja. Und was ist mit mir? Ohne dich will ich auch nicht mehr mit den anderen abhängen. Ich hab doch nur euch. Mann, Jonas.
dann such dir neue Freunde. Ich bin nicht dein Babysitter. Mir wird das jetzt zu blöd. Nein. Bis dann. Warte, warte. Was denn noch? Oh. Letzte Chance. Reden. Ja. Dann neues Umfeld. Lass uns neues Umfeld reden. Ich höre erst auf, mir Sorgen zu machen, wenn ich weiß, dass es dir gut geht. Können wir vorspulen? Und eine Sache würde ich nämlich echt gern mal wissen. Seit wann hängt hier eine riesige Deutschlandflagge? Das ergibt nach dem Dialog überhaupt keinen Sinn, die Frage. Wieso hängt sie falsch? Ja, nicht so ganz. Ist das nicht so ein krasses rechtes Symbol? Kannst du mir mal erklären, was mit dir los ist? Jonas, ich setze ein Zeichen damit. Ein Zeichen dafür, dass das alles große Scheiße ist. Und so ist es ja auch. Deutschland war mal ein Land der Dichter und Denker. Mittlerweile ist die Politik komplett unterwandert von Gutmenschen. Ich mag diesen Satz. Ja, den höre ich mir gerne nochmal an. Was redest du denn da? Du klingst wie dieser abgehalfterte Popstar und die anderen Verschwörungsdeppen. Ja, jetzt kommt er denn gleich so super bei dir. Verschwörungsdeppen. Du hast deine Popstar Familie, Freunde, mich. Warum willst du lieber mit solchen Idioten abhängen? Da kickt der Pavlov. Oh, Kleiner, du verstehst nicht, worum es hier geht. Es geht nicht nur um dich oder mich. Es geht ums große Ganze. Wir müssen uns zusammentun, um was zu bewirken. Um das Land zu verändern. Das habe ich jetzt begriffen. Okay, und wir dürfen ihm jetzt wahrscheinlich nicht so... Also Skinheads hatten wir. Ja, da bist du Student. Du bist wieder im Pfadfinder. Nein, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ist so meine Student. Ich glaube, wir können ihn ja mal fragen, so ganz unverfänglich. Ja, genau. Ist das so ein Studentenverbindungsding? Lol, was? Studentenverbindungen sind so uncool und so überholt. Damit haben wir hier nichts zu tun. Jonas, was willst du jetzt eigentlich von mir? Oh, jetzt sind wir wieder an so einem Scheideweg hier angelangt. Nee, dann atavistische Aktionen. Ich denke, da haben wir nur am Ende was Falsches gewählt mit den Waffen und so. Da haben wir den halt so gedrängt, aber ich fand es lustig. Ich weiß, worauf du anspielst. Diese atavistische Aktion. Da musst du den 3D-Drucker auch loslassen. Ja. Ey, die tun so harmlos, aber die sind eine ganz miese Truppe. Ach Jonas, du checkst mal wieder gar nichts. Die machen hier echt mega nice Sachen. Guck mal, die veranstalten Events, Konzerte und. Für Leute wie uns. Nicht für die alten Säcke. Die kümmern sich um die Jugend. Und die haben auch richtig fundierte politische Meinungen. Mit denen kannst du auf gehobenem Niveau diskutieren. Wenn du eh schon rumgeschnüffelt hast, hast du ja bestimmt auch die Bücher gesehen. Genau das wollen die doch erreichen. Die geben sich so Bücher liest, ja. Und locken junge Leute wie dich mit irgendwelchen coolen Camps und Aktionen. Aber das sind Rechtsradikale. Muss ich jetzt für dich buchstabieren? Das sind Nazis. Nazis, die und sich Stasi-Methoden. Als Intellektuelle tarnen. Leon, Nazis. Fall nicht auf so eine Scheiße rein. Mann, komm mal runter. Ich guck mir das doch nur mal an. Die Bücher habe ich gesehen. Aber weißt du... Wie soll ich sagen? Nach Wandern ist rechts, Lesen ist rechts. So, was können wir denn jetzt noch sagen? So, Hass und Hetze, Verschwörungstheorien, Reichsbürger. Wir hatten Verschwörungstheorien, oder? Aber das passt doch gar nicht zu dem Dialog. Ich weiß, aber... Naja, aber das andere ist alles so für... So ja, wir nehmen das Unverfängliche. Ja, würde ich auch sagen. Einfach mal an dein Lieblingsbuch, Solaris. Das kennst du doch in- und auswendig. Das hat mit dieser hasserfüllten Scheiße, die du jetzt liest, nichts zu tun. Ich muss keine Science-Fiction mehr lesen. Wir leben in einer Dystopie. Oh, Jonas, saftig. Was wissen wir jetzt eigentlich von mir? Okay, das war die falsche Antwort. Oha, jetzt sind wir wieder hier. Ah, dann Verschwörungstheorien. Bei Hass und Hetze hat man schon. Reichsbürger, das ist auch so... Nee. Das ist auch viel zu vorwurfsvoll. Auch wenn ich die Frage gerne gestellt gehört hätte. Mit diesem. Ja, aber lass mal Verschwörungstheorien. Weil ich will ja den Dialog dann ein drittes Mal hören. Diese Atavistischen sind doch auch komplette Verschwörungstheoretiker. Die denken doch auch, die Kanzlerin wäre ein Hexenmensch. Die sagen, dass Deutschland immer noch besetzt ist. Und dass Chemtrails am Himmel uns manipulieren.
Was für ein Bullshit! Mit sowas haben die nichts am Hut. Die arbeiten mit Fakten. Mir wird das jetzt zu blöd. Nein! Warte! Warte! Was denn noch? Oh. Wir haben nur eine Chance. Wir haben nur eine Chance, das zu drehen. Musik! Ja, Musik! Wir haben überlegt, die Band aufzulösen. Ohne dich am Bass ist das alles irgendwie nicht mehr so cool. Denkst du ernsthaft, ich will mit euch weiter fröhlich Musik machen, als wäre nichts gewesen? Diese heile Welt-Pop-Scheiße ist eh nichts mehr für mich. Ja, ich habe deine aktuelle Playlist gesehen. Hörst du jetzt Rap und Sprechgesang? Du musst auch mal über den Tellerrand gucken, Jonas. Es gibt viele andere geile Musik. Nicht nur den ganzen Mainstream-Dreck. Und wer ist diese Eva? Die kenne ich gar nicht. Das ist auch nichts für kleine Jungs. Komm zum Punkt jetzt. Oh oh. Oh. Das auf jeden Fall nicht. Nee. Basslines. Ich dachte, du stehst auf was? Technische Basslines. Okay. Elektro. Ich dachte, dass du dich mehr für elektronische Musik interessierst und unser Sound. Ich würde die Basslines nehmen, oder? Ich hätte unser Sound gewählt, weil ich... Ja, aber ist egal. Ich denke halt, die wollen ein bisschen, dass man noch so ein bisschen... Oh, wir sind noch eine Familie und wir sind noch alle so... Wir haben uns doch alle lieb, wisst ihr. Komm zurück, Leon. Komm zurück. Ich dachte immer, du stehst eher auf technischere Basslines, so wie bei Flea. Du hast doch immer gesagt, wir müssen mehr von sowas in unsere Musik bringen. Nicht so ein Geschrammel. Erinnere dich dran, wie du dein Solo beim letzten Auftritt genailt hast. Du bist der musikalische Kopf der Band. Oh Gott, oh Gott. Ohne dich geht nichts. Kann sein. Ist ja auch cool, aber Eva zum Beispiel macht halt wenigstens noch Musik mit Inhalt und Haltung. Nicht einfach nur, um sich bedudeln zu lassen. Die hat noch richtig was zu sagen, Mann. Ah, immerhin wollte er jetzt nicht auflegen. Das ist schon mal ist klar, genau. Oh, hört sich ab. Ich zitiere Deutschlands darf die Politiker lallen. Ja, dreckige Boxershorts. Eingewanderte Triebtäter, ich zitiere, der große Austausch wird geplant von Volksverrätern. Ach, das ist jetzt, sind jetzt die Texte von Chris Ares oder von der Eva, was weiß ich. Eva Braun, ja, genau. Brennendes Asylheim, ich zitiere, nur ein brennendes Asylheim ist ein gutes Asylheim. Dreckige Boxershorts, die Texte sind alle richtig beschissen. Okay, das können wir nicht nehmen. Oh Gott, was ist das für eine Triebtäter? Der große Austausch. Ich würde das machen, weil da ist der große Austausch dabei. Genau. Das ist ja eBay-mäßig. Was zu sagen, ja? So wie dein neues Idol, dieser Rechtsrapper Arne Groll. Zum Beispiel das hier. Der große Austausch wird geplant von Volksverrätern. Wir werden überlaufen von eingewanderten Triebtätern. Du reißt das aus dem Zusammenhang, Jonas. Man muss immer auch den Kontext betrachten und nö. Da steht auch einiges zwischen den Zeilen. Ey Leon, ehrlich, ich hab den ganzen ekelhaften Text hier liegen. Du hast ihn ausgedruckt. Da gibt's keinen Kontext. Der Text ist genauso gemeint, wie ich ihn verstehe. Keine versteckte Botschaft, kein zwischen den Zeilen lesen. Das ist offen antisemitisch, anti-islamisch und sexistisch auf einmal. Das checkst du ja wohl. Ich hab ein Bingo. Ja, Jonas, man darf das auch nicht zu ernst nehmen. Leon, Alter, hör dir mal zu. Das ist gefährlich. Mit diesen Typen ist nicht zu spaßen. Du meinst, die singen nur darüber. Aber die schüren Hass. Hass! Du bist so nicht. Damit weichen die Grenzen auf. Von dem, was einfach wirklich scheußlich ist. Die polarisieren und provozieren. Und plötzlich brennt wirklich wieder ein Flüchtlingsheim. Leon, pass bloß auf. Das ist völlige Gehirnwäsche. So bist du nicht. Woher willst du wissen, wie ich bin? Ich kenne dich. Du bist der Typ, der Elias noch um 3 Uhr morgens vor der Abgabe geholfen hat, die Facharbeit fertig zu kriegen. Du bist kein Arschloch. Im Gegensatz zu Elias. Elias tut das alles mehr leid, als du denkst. Ihm ist eure Freundschaft
verdammt wichtig. Komm nach Hause jetzt. Niemand ist dir böse oder so. Wir machen einfach weiter wie bisher. Keine Ahnung, ob das nochmal so werden kann wie früher. Ich dachte nur, ich sehe jetzt Sachen, die mir vorher einfach nicht so klar waren. Aber mir war die Freundschaft auch immer wichtig, bis mich alle verraten haben. Wir müssen auf jeden Fall über den weirden Scheiß reden, den ich auf deinem Computer gefunden habe. Hä? Weirden Scheiß? Die GIFs und Memes oder was? Alter, das macht alles keinen Sinn. Ja, wie lang dieser Dialog auch einfach ist. Memes zum Beispiel. Jetzt übertreib mal nicht. Memes sind Memes. Als ob du dir keine Memes reinziehen würdest. Aber doch nicht solche. Deine Memes zeigen nur billige Klischees und dubiose Statistiken über Gewalttaten von Einwanderern. Das dubiose kannst Statistiken du doch nicht beim... wirklich lustig finden. Doch. Ja. Sehr sogar. Schon mal was von Humor gehört? In Wirklichkeit machen wir viel ernsthaftere Sachen. Boah, also das war eine minutenlange Predigt gerade, ja. Das war gerade unfassbar. Ja, die sind anti-islamisch, antisexistisch, antisemitisch. Also hat er wirklich alles an Wörtern, die er in der Schule aufgeschnappt hat, jetzt reingebracht. Ich erinnere mich noch an ein gewisses Bullshit-Bingo, was wir mal gespielt haben. Also Junge. Das war alles dabei. Vor allem fand ich, wie war doch mal der Satz, den wir da angesprochen haben? Irgendwie der große Austausch tritt ein und er wird von Volksverrätern oder so durchgeführt. Mhm. So war der Songtext, ja. Ja, ganz ehrlich. Also erstmal dieser Songtext, auch den wir gelesen haben, der da auf dem Boden lag. Der war nichts mit antisemitisch, antisexistisch, das schon mal nicht, weil da ging es nicht um Juden, da ging es nicht um Frauen, Männer, keine Ahnung. Anti-islamisch, keine Ahnung, vielleicht mit dem großen Austausch, wenn man so will. Aber, ja, und diese eine Zeile, die fand ich jetzt nicht mal schlimm, ganz ehrlich. Also, ist so richtig so. Großer Austausch wird von Volksverrätern eingefädelt. Ja, also, und die Muslime sind da auch Mittel zum Zweck, ne? Das hätten auch irgendwelche Inder sein können, ne? Das, wenn man das jetzt mal so, ne? Das ist völlig wurscht. Ja, also, das Endergebnis ist ja dasselbe. Das war jetzt so eine minutenlange Predigt. Ich habe hier wirklich gekotzt. Also dieser Jonas, was der sich dieser Jonas also. Gibt sich auch immer mehr wie so ein 60-Jähriger, der schon alles erlebt hat. Der weiß alles. Es ist so out of character. Unfassbar. Es ist total out of character, ja. Also ich frage mich, naja, eigentlich die Leute, die das geschrieben haben, die müssen ja eigentlich recht jung sein, meine ich. Also ich denke mal, das ist eine junge Truppe an Spieleentwicklern, vielleicht höchstens 40, würde ich meinen. Aber ja. Die haben wahrscheinlich einfach nur den ganzen Tag Tagesschau aufgesogen, weil so wie die das hier schreiben, die Texte, das ist echt unfassbar. Ja, das oder sie so sind ja von diesem Bundesland. Dass, ja, na klar, sie sind von Nordrhein-Westfalen ja gesponsert. Dass die dann am Ende gesagt haben, nee, ihr müsst das anders schreiben. Das kommt nicht fresh rüber. Ja, so, was können wir denn jetzt noch bereden? Jetzt müssen wir noch die Memes bereden, um Gottes Willen. Hatten wir das? Also vor uns hatten wir Kulturprojekte. Ja, und da war dann Auflegen angesagt, ne? Weiß ich nicht. Ich nehm mal den Germanen-Wave, oder? Wir nehmen mal den Wave, was auch immer das sein soll. Deine neuen Freunde mit der Schlager-gegen-Links-Party? Geil. Mit so einer Scheiße haben wir nichts zu tun. Ich verstehe echt nicht, was du von mir willst. Okay, komm, das war auch nicht richtig. Gut, wir sollen... Kulturprojekte war schon richtig. Oder halt das Boot ist voll, oder? Wir hatten dann danach nach den Kulturprojekten kam nochmal mit den Waffen und so, also. Okay, ja, stimmt. Dann nehmen wir nochmal die Kulturprojekte. Ja, nehmen wir das nochmal. Meinst du damit dich und deine neuen Freunde? Was macht ihr denn Ernsthaftes? Zum Beispiel eure Kulturprojekte? Ja, zum Beispiel. Kulturprojekte? Es gibt aber wirklich eine Menge gutes Zeug. Google mal atavistischen Rap. Da gibt's welche, die machen richtig guten, systemkritischen Content und erreichen damit voll viele Leute. Oder Eva. Die ist wenigstens auch eine richtige Frau. Nicht so wie Lina. Systemkritisch? Das ist mein Lieblingssext hier. Ich liebe diesen Satz. Neulich haben wir auch die Uni besetzt. Ich liebe diesen Satz. Das ist gelebte Demokratie. Da sind richtig wichtige Aktionen dabei. Man kann endlich mal aktiv werden und selber was verändern.
Ach Gottchen. So, was kommt jetzt? Hacken hatten wir schon und Waffendrucken hatten wir vor uns. Da können wir ich mal würde sagen, Stream, oder? Weil das passt ja, ne? Ja, genau, genau. Aktiv und werden mit deinem Stream-Kanal. Was machst du jetzt mit deinem Streaming-Kanal? Ja, Alex und ich haben da ein neues Konzept aufgebaut. Gegenkultur zur internationalen Konsumgesellschaft. Mhm. Willkommen in der Gemüsepfanne. Ja. Wir reden zum Beispiel über coole regionale Produkte, nicht so ein Cola-Scheiß. Die heimische Wirtschaft unterstützen. Wir sind hier alle arbeitslos und die großen Ami-Konzerne machen Milliarden. China wird immer mehr zur Übermacht. Wir Deutschen können da bald einpacken. Wir wollen unserer Generation einfach mal eine Perspektive bieten. Du hast immer nur irgendwelche Kack-Memes gepostet und deine Games gestreamt. Und jetzt machst du plötzlich einen eigenen Content-Kanal? Du hast immer nur irgendwelche Kack-Memes gepostet und deine Games okay. gestreamt. Alter, was? Und jetzt machst du plötzlich einen eigenen Content-Kanal? Und wer ist überhaupt diese Alex? Diese Eva? Was hat's eigentlich mit der auf sich? Die ist schön, dass das Spiel jetzt von alleine läuft. Eine richtig deutsche Frau. Oh. Die Freundin von Hitler. Alles nur, weil du so Stress mit Lina hattest? Du weißt nicht, wie sich das anfühlt. Ich hatte Lina echt gern. Kann dich gut verstehen. Da kam Hitler wieder. Kann er aber nicht. Das ist es doch echt nicht wert. Ach, keine Ahnung. Kann sein. Wenn du jetzt in dieses Sommerlager gehst, dann gibt es kein Zurück mehr. Hä, wieso das denn? Lass uns nochmal alle zusammen drüber reden. Weil da wirst du Gehirn gewaschen. Tut's echt leid, wie es gelaufen ist. Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich damit abgeschlossen. Du kannst doch erstmal auf Abstand zu Lina und Elias gehen. Das ist gar kein Problem. Erstmal Gras über die Sache wachsen lassen und dann gucken wir weiter. Wir wollen den alten Leon zurück. Wir vermissen dich alle. Das hätte euch auch mal früher einfallen können. Ich weiß. Aber du warst in letzter Zeit gar nicht mehr richtig ansprechbar. Ich hätte dich schon früher darauf ansprechen sollen. Das tut mir leid. Wenn du nach Hause kommst, zocken wir eine Runde und vergessen den ganzen Scheiß, okay? Na gut. Was? Was? Also dieser Dialog war wirklich eine Achterbahn. Ja, der war eine Achterbahn. Oh, dieses Bild, wie sie sich in den Armen liegen. Okay, ich lese vor. Jonas schafft es, Leon zum Nachdenken zu bewegen. Einige Stunden später taucht er niedergeschlagen in Jonas' Zimmer auf. Es hat noch einige Stunden Übergard gedauert, bis Leon den Mut zusammennimmt, sich zu öffnen und mit Jonas darüber zu reden, was ihn bewegt. Sie sprechen bis spät in die Nacht. Leon erkennt die Gefahr, die von der atavistischen Aktion ausgeht und versteht, dass dies sicherlich nicht der richtige Weg ist, wenn man sich politisch und gesellschaftlich engagieren will. Richtig, denn nur sich links zu engagieren ist der richtige politische und gesellschaftliche Weg. Also unglaublich. Fragt Jonas immer. Fragt Jonas, der ob, weiß, ob das, was Sache ist. Darf es, ja. Ja, der weiß, was Recht ist und Nazis sind. Und, ja. Oh, der ist der Gatekeeper zum, was man machen darf. Vor allem, wie lang dieser Dialog jetzt ging. Der ging 23 Minuten. Und wie schlecht er war. Also. Oh, ja, wie schlecht. Boah, fuck. Das fuckt mich ab. Also, war so. Ja, wir reden jetzt über Skinheads und Hooligans und deine neue Baseline finde ich übrigens auch ganz toll. Ja, also, ja genau. Aber du hängst übrigens mit Nazis ab. Ja, und Germanwave und ja, du hier, Lina und Elias übrigens, die sind ganz traurig und ja, es war völlig durcheinander. Also ich frage mich immer, dass dieser Dialog jetzt, das war ja das Herzstück dieses Spiels letzten Endes. Ja, das ging übelst lang. Wie gesagt, 23 Minuten, seitdem wir den zweiten Versuch unternommen haben. Das ganze letzte Stück, 23 Minuten. Und jetzt mal ohne Mist, also haben die das mal selber gespielt? Also, ja, sicherlich. Also das wirkt so hölzern und rumspringend in den Themen. Es ist vor allem, was man merkt, stressig. Dass die so extrem wollen, es ist halt wie eben so ein, naja, es ist ja politische Bildung hier letztlich, was die machen, das ist ja vom Land NRW. Die wollen dich dazu hindrängen, dass du dir diese Punkte anhörst vom Jonas, wie er
herzieht über die IB, also über die atavistische Aktion. Die Kulturprojekte, die sind ganz schlimm. Die Memes, die wollen dich zu Nazis machen. Und ja, diese Songtexte, weißt du? Also man musste die so anklicken, so durchklicken jetzt diese Option, dass du so da geführt wirst durch alle Punkte mal, die dem wichtig sind. Mhm. Dass du so als braver Schüler darauf aufmerksam gemacht wirst, wie schlimm die IB ist und die Zeichen erkennst von dieser bösen Gehirnwäsche-Sekte. Ja gut, aber ich finde da halt, dass der Leon seine Punkte gut rüberbringen kann und, ja, total, und der Jonas mit seinen Entkräftungen und Anklagen super unsympathisch und scheiße rüberkommt. Also ich glaube, die haben sich ziemlich ins Bein geschossen damit. Ja, total. Aber du weißt ja, wie junge Leute sind. Ich meine, wenn die ganz oft das Wort Nazi hören und diese ganze Diffamierung, die hier kam, dann das wirkt schon. Das ist klar, das färbt schon ab. Dann merkt man sich, da verbrenne ich mich mit diesem Thema bei diesen Leuten. Das darf ich nicht anfassen, weißt du? Das ist halt so, wie du meintest vor uns mit dem Pavlov, das wird so eintrainiert dann. Hm. Ah, rechts, nee, das sind die Bösen. Ja, aber wie du sagst, letztlich die rein Argumente, die er gebracht hat, das waren jetzt keine wirklichen Argumente von dem Jonas. Das war einfach nur Diffamierung. Also, die Bücher brauche ich nicht lesen, die Musik ist Mist. Gut, ein paar Musiktextzeilen hat er vorgelesen. Aber auch die, wie gesagt, ich fand die überhaupt nicht schlimm. Also, der große Austausch, wir brauchen jetzt nicht darüber diskutieren, ob es einen großen Austausch gibt oder nicht. Klar, laut dem Jonas nicht, aber dazu stehen wir als Rechte, dass es den gibt. Ja, das, wie gesagt, man kann das jetzt nennen, wie man will, aber das Ergebnis, was passiert, oder der Prozess, der passiert, der ist ja nun mal da. Ja. Der ist nun mal da, ja. Den ja. kann man jetzt auch demografischer Wandel oder wie auch immer schön... dazu sagen, Wurscht. Der Leon, der hatte irgendwie so ein bisschen dann zurück, der hatte ein bisschen kackig gewirkt, als er das angesprochen hat, der Jonas mit den Texten, ja, nee, das ist nicht so gemeint, du musst es im Kontext sehen. Nee, du musst es nicht im Kontext sehen. Diese Aussage, es gibt den großen Austausch, der wird von Volksverrätern durchgeführt, der ist so richtig. Klar, es schmeckt nicht jedem, dass man Leute, dass man Politiker Volksverräter nennt. Dann kommen auch wieder die großen Diskussionen, ja, der Volksverräter, das ist so ein Begriff aus der Nazi-Zeit, was ist ich? Aber es ist doch so, wenn du das Volk austauschst, das ist ein Verrat an unserer Identität, das ist ein Verrat an unserem Volk. Ja, an dem alten Volk, aber nicht an dem neuen. Ja. Deswegen sagt der Faktenchecker teilweise falsch. Teilweise falsch, ja. Oh, schlimm, dieses Spiel, oh fuck. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn wir weiterklicken? Kommt bestimmt der Abstand, aber... Naja, ich meine, es war zumindest, ist es ja kostenlos, bis auf Steuergeld, was man hier reingepumpt hat. Ja, das kostet dich. Vielen Dank für dein Interesse und dass du das Rätsel um Leons Verschwinden gelöst hast. Die Geschichte und die Welt rund um Leon sind fiktiv, haben aber einen realen Bezug. Leons Identität zeigt, wir müssen uns alle kritisch mit Informationen und digitalen Inhalten auseinandersetzen. Vor allem, wenn wir es, wie in Leons Geschichte, Extremisten schwerer machen wollen, die Gesellschaft mit ihrer gefährlichen Ideologie zu zersetzen. Denn politische Urteilsfähigkeit ist ausschlaggebend für den Bestand unserer Demokratie. Und wir können sie nur gemeinsam schützen und erhalten. Aspekte und Hintergründe aus dem Spiel interessieren oder die unklar sind, schau doch für weitere Infos einfach mal auf www.leon.nrw.de. Hast du dir auch gerade einen vorgestellt mit so einem schönen erhobenen Zeigefinger? Ja. Das passt tatsächlich, ja, so dieser erhobene Zeigefinger. Da gibt es so eine alte Bleistiftzeige. Ich weiß nicht, ob das bei Das ist hier von Strobelpeter, ist es, glaube ich. Ja, ich glaube nämlich auch Strobelpeter. Ja. Lehrer Lempel oder so. Etienne Gardet hat den Vater gesprochen, um Gottes Willen. Etienne Gardet, das ist einer von den Rocket Beans für Giga. Ja gut, dieser eine Satz am Anfang. Ja, alles klar. Dieser Kack, ja, der den so kackig gesprochen hat. Was ist mit dem? Ah, Gott. Apropos das Kack, weil du sagtest mit Leon, dass er da so klingt wie so ein Kack, fand ich gar nicht. Er ist halt so ein relativ junger, noch weltanschaulich ungefestigter Charakter an dem Moment. Ne? Und wie du schon sagst, der wird ja auch diese volle Nazi-Nazi-Nazi-Keule in der Schule abbekommen haben und ist deswegen noch nicht so wirklich gefestigt.
Ja, du hast recht. Ich meine, ich muss dazu sagen, zumal in dem Alter, anders hätte ich jetzt auch nicht reagiert, wenn mir mein jüngerer Bruder so kommt. Hätte ich auch erstmal gesagt, naja, du musst es so und so sehen. Ich hätte ihm da jetzt nicht erzählt, hier, zack, großer Ausschau, so und so. Ich meine, du kannst ja auch nur am Telefon sagen, lest die verdammten Bücher, aber das will er ja offensichtlich nicht. Ja. Der Jonas. Ja. Oh, dieses Spiel wirklich. Oh, das ist hart für die Nerven. Oh, warum tun wir uns das nur an? Für die YouTube für das YouTube-Money, was es nicht gibt, ja. Ja, ne? Unser nicht monetarisiertes Video hier. Oh. Aber wir müssen unbedingt also nochmal bitte dann in der dritten Folge das Video, die Webseite auswerten hier für das Spiel, weil da gibt es auch ein bisschen was Interessantes vielleicht zu sehen. Okay, ja. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir schon durchkommen, aber. Ja. Achso, warte mal, was ist denn, wenn ich jetzt eigentlich auf Fortsetzen gehe? Das interessiert mich jetzt mal. Ja, da können wir vielleicht nochmal bevor dem Anruf reingehen, mach das mal, weil vielleicht können wir noch in dem Raum was gucken, ob wir alles gesehen haben. Den Boxer kann man noch nicht, glaube ich. Ja, eben. Den ganz wichtigen. Boxer zum Beispiel. Ja. Ah, tatsächlich. Ja, genau. Dann schauen wir uns nochmal um. Würde ich vorschlagen, wir machen hier mal einen Cut. Stopp. Nee, lass doch jetzt nochmal das Spiel ausspielen. Nee, hätte ich gesagt. Okay. Ja. Ja, wir sind ja jetzt schon recht fortgeschritten in der Zeit. Ja? Ja, okay, hast recht. Dass wir beim nächsten Mal. Dass wir beim nächsten Mal nochmal kurz hier uns umschauen. Dann machen wir nochmal hier den Telefonanruf, probieren mal ein anderes Ende zu erreichen. Nee, und dann machen wir die Webseite. Ja, okay. Wir machen erstmal den Cut, aber ich sagte, es gibt nur zwei Enden. Das hat uns das Spiel ja vor uns schon gesagt. Nee, zwei schlechte Enden. Nee, es gibt zwei Enden. Es ist gut und schlecht. So war es. Ach so, da habe ich das falsch gelesen. Ja, ja, okay, ja. Okay. Ja. Ja, wir haben alle Enden gesehen. Ah, gut, und aber ich will wir haben noch mal den 20-minütigen Telefon. Also wirklich schrecklich. Na gut, dann können wir uns jetzt auch umschauen hier, oder? Also ja, dann lass uns nochmal schnell hier umschauen. Genau, ich meine. Das war eigentlich nie sein Ding. Okay. Ein paar Wochen hat er dann plötzlich mit Boxen angefangen. Okay. Ach, und da ist ein Bild vom Elias auf dem Boxsack, oder was? Damals auf der Gamescom abgestaubt. Ach so, oh ja, warte mal. Ja. Ah, stimmt, ja. Bam, bam, oder bam, in die Fresse rein. Ja. Ja, warte, du kannst das Foto noch kommentieren. Also, da kannst du was, konntest du anklicken. Dreh den nochmal, dass er zu dir springt. Die Sache mit Elias hat Leon echt zu schaffen gemacht. Aber sein Foto zu verprügeln, ist ja auch irgendwie scheiße. Wie weiß der aussieht. Ja, das ist der weißeste Türke, den ich je gesehen habe. Das ist übelstes White-Facing in dem Spiel. Achso, guck mal, wir haben ja eigentlich schon fast alles hier. Achso, ja, stimmt eigentlich. Das hat man alles. Ja. Ah ja, die Hantel hat man nicht. Mit dem Hanteltraining hat Leon erst vor kurzem angefangen. Weil Sport ist rechts. Sport nie so sein Fall. Ja. Das ist so wie die Wehrsportübungen. Vielleicht finde ich etwas in Leons E-Mails. Ja, ja. Ja, also ich glaube, jetzt haben wir noch die Wäsche hat man schon. Die Wäsche hat man schon, tatsächlich. Ja. Ja, das war dieses mit, er wäscht sie nicht selber, sondern Mutti macht können das. Können wir zu unseren Eltern runtergehen? Nee, oder? Wir kommen hier nicht aus dem Zimmer raus. Ich glaube, wir kommen raus, aber dann nicht die Treppe runter. Das war eigentlich okay. Will ich ja hier echt nicht rumschnüffeln. Weil hier ist jetzt die Level-Ende-Wand. Ja. Warte, haben wir hier noch was? Alles Gute, Mama. Mhm. Ja gut, dann ist doch top. Dann haben wir jetzt wirklich alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Ja, also der Content ist ein bisschen mau, aber so, aber naja, es geht schon. Oh! Omega! Ist das nicht auch das Logo von irgendeiner völkischen rechten Verbindung? Ja. Wie er halt sofort weiß, dass es eine völkische rechte Verbindung ist und sofort diese Schlagwörter bringt. Völkisch. Rechts. Ah, schlimm. Ja gut, also wenn du nicht nochmal diesen tollen Dialog... Nee. Das war immer Leons Lieblingsbuch. Ah, nee. Dann würde ich sagen, nehmen wir den schönen Ausblick aus dem Fenster in diese wunderschöne... Ja. Lass uns vom Dach springen hier. diese wunderschöne individuelle Plattenbau... Einfamilienhaus-Siedlung hier. Das ist ein Traum. Wunderschön. Also da wäre ich dann auch hier in sowas abgerutscht. Ja, also es war zwar ich fand es wirklich ein bisschen zerrend, gerade das Telefonat. Ja, aber das war unfassbar zerrend jetzt.
Aber deswegen aber, machen wir das, das ja hier zusammen, ja, damit das war das Ziel des, genau, das war das Ziel des Kanals, sowas zu beleuchten. Diese. Ja, genau. Dass wir uns zusammen ja, also popkulturelle Erzeugnisse. Ja. Und es liegt wirklich gut, die Betonung auf Erzeugnisse. Ja, Tom, also trotz allem war schön. Also ich glaube, ich wäre nie drüber gestolpert sonst. Ja, hat Spaß gemacht. Tolle Spiel. Also es hat Spaß gemacht, in dem Sinne diesen Podcast zu machen. Das Spiel jetzt zu spielen, eher weniger. Ja. Aber gut, jetzt haben wir es hinter uns und ja. Ach so, euch hat es gefallen. Magst du den Zuschauern noch einen kleinen Ausblick geben, was sie demnächst hier an Fremdscham erwartet? Ja, also wir sind ja immer am Gucken, was wir so für Themen behandeln können. Ihr könnt uns übrigens auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Ideen habt. Da sind wir total gespannt drauf. Oder ihr schreibt uns im Honigforum. Ja, eine Idee, die wir hatten, was wir das nächste Mal machen könnten. Wir könnten uns mal Werbeprospekte anschauen von verschiedenen Supermärkten oder Katalogen oder was weiß ich. Und ja, einfach gucken, was da, wie die Leute dort so drauf sind. Also, was für Menschen man dort so sieht. Das, also, ich sehe schwarz, aber... Ich glaube, ich sehe da auch viel schwarz. Also, schwarze Schuhe. Ja. Ja. Das ja, ist, denke ich, noch eine Idee, die wir haben. Und im Gaming-Bereich, was war das nochmal? Wie hieß das? Ach, du meinst Zivile Helden? Das ist aber kein richtiges Spiel. Das ist einfach nur ein Online-Test, ein Quiz. Na, ich dachte, das war schon so eine Art Spiel. Aber ja, das steht vielleicht auch noch im Raum. Müssen wir mal genau schauen. Aber jo, wir gucken erstmal die nächsten Sonderangebote im Aldi uns an demnächst. Jawohl. In dem Sinne, Tom, ich wünsche dir einen schönen Abend. Und genau, dir auch, Arti. Auch an die Zuschauer. Ja, bis dahin. Wir sehen uns. Tschüss.